Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal schließe ich mich ausdrücklich den beiden Vorrednerinnen an und betone, dass ich froh bin, dass wir jetzt doch zu einem gemeinsamen Antrag gekommen sind. Es sah ja vom Frühjahr angefangen bis zum Frühsommer verschiedentlich nicht so aus. Dass wir jetzt zu diesem gemeinsamen Antrag gekommen sind, hat aber unter anderem den wesentlichen Grund, jedenfalls aus meiner Sicht, dass die Region ihre Hausaufgaben gemacht hat, wie sie das in der Vergangenheit auch schon oft gemacht hat. Dieses Mal ein bisschen spät, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf. Aber sie hat es gemacht, indem sie ein gemeinsames Papier auf den Weg gebracht hat mit allen Fraktionen, mit allen Parteien, mit zwei Landräten, mit einem Oberbürgermeister und mit den verschiedenen Bundestags- und Landtagsabgeordneten, indem sie nicht nur beschreibt, warum aus ihrer Sicht es wichtig ist, dass Bonn und die Region Rhein-Sieg und Ahrweiler weiter Standort der entsprechenden Ministerien und der Folgeinstitutionen bleiben, sondern indem sie, und das ist aus meiner Sicht ein ganz besonders wesentlicher Punkt, auch darauf hinweist, dass diese Institutionen, die zwingend darauf angewiesen sind, dass die Ministerien ihren Hauptsitz in Bonn behalten, wenn sie nicht mehr in Bonn blieben und in der Region blieben, auch für die gesamte Republik und auch für Nordrhein-Westfalen unwiederbringlich verloren wären, weil sie in andere Länder in Europa oder gar darüber hinaus gehen würden. Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Es ist auch deswegen ein wichtiger Punkt, weil er deutlich macht, dass diejenigen, die in Berlin, ich glaube, in Berlin würde man Rafke sagen, immer wieder versuchen, alles nach Berlin zu ziehen, entgegen den seinerzeitigen Vereinbarungen der Republik insgesamt und nicht nur dem Land Nordrhein-Westfalen und der Region Bonn-Berlin Schaden zufügen würden. Wenn wir also in der Debatte demnächst den Statusbericht der Ministerin zur Kenntnis nehmen werden, ich rechne damit persönlich, dass er kurz nach der Berlin-Wahl und eben nicht zufällig, nicht vorher, das Licht der Öffentlichkeit erblickt, dann wird es um die Frage gehen, wie wir diesen Statusbericht zusammen zu bewerten haben. Das, glaube ich, ist die nächste wesentliche Frage, diesen Statusbericht möglichst einvernehmlich zu bewerten, ihm möglichst einvernehmlich zu begegnen und dann in der Strategie oder von der Strategie her die nächsten Schritte taktisch gemeinsam zu besprechen. Ich glaube, die Auseinandersetzung, die da vor uns steht im Herbst diesen Jahres, ist die eigentliche Auseinandersetzung. Und dass wir uns jetzt gemeinschaftlich als Region, als Land, die Landesregierung mit uns so positionieren, wie wir uns positionieren, ist nicht mehr und nicht weniger als die Grundlage. Deswegen, wir haben den letzten Teilungsbericht zur Kenntnis genommen, 2015. Der nächste kommt erst 2017. Wir wissen, die teilungsbedingten Kosten sind immer weiter gesunken. Es spricht weniger denn je für den Komplettumzug. Müssen wir uns also dann, und darum bitte ich alle hier und darum bitte ich auch die Landesregierung, relativ kurzfristig darauf verständigen, wie wir als Parlament, wie diese Landesregierung mit dem Statusbericht umgeht. Wir werden uns in der Region, das haben wir vereinbart, dann auch wieder zusammensetzen und das als Region bewerten. Und ich hoffe und ich erwarte, dass wir im Land, hier im Parlament, unabhängig davon, wer in der Bundesregierung sitzt, welche Fraktionen die Bundesregierung tragen, alle an das erinnern, was auch in dem Koalitionsvertrag steht, nämlich dass der Umzug nach Berlin nicht weitergehen soll, dass das Bonn-Berlin-Gesetz gilt. Das jedenfalls ist das, worauf ich setze, und das ist das, was dringend nötig ist, damit wir eine Chance haben, ein vernünftiges Ergebnis, was dann auch wirklich dauerhaft trägt und nicht weiter eine Rutschbahn darstellt, wie das frühere Ergebnis zu bekommen. In diesem Sinne, heute wieder ein neuer Anfang. Und ich kann Ihre Befürchtungen verstehen, aber ich bin sicher, wir werden dieses Jahr noch mal in dieser Frage hier alle zusammenkommen. Schönen Dank.